too late. Got nothing in my brain. That's what people say. That's what people say. I go on too many dates. But I can't make Hallo meine Lieben, ja, ich hoffe euch geht's gut und heute bekommt ihr ein neues Video von mir. Ein wichtiges Thema und zwar trockene Lippen. Ich glaube, das kennt jeder und wenn ihr das nicht kennt, dann seid ihr wirklich gesegnet, weil ich habe zurzeit Ich habe zurzeit total die Probleme mit trockenen Lippen und jetzt, wo die Jahreszeit wieder so ein bisschen kühler wird, kennen wir das alle, wenn drinnen die Heizungen angehen. Ja, da muss ich nicht mehr frieren. Für die Lippen ist das nicht das Gesündeste. Das heißt, die Lippen trocknen super aus. Draußen ist es kalt, drinnen ist diese trockene Heizungslook. Das heißt, sie verfügen über kein Unterhautfettgewebe, sind daher sehr, sehr dünn und sehr, sehr empfindlich. Auf jeden Fall habe ich, glaube ich, jetzt genug gequasselt. Ich wünsche euch jetzt ganz, ganz viel Spaß bei diesem neuen Video. Hoffe, ihr bleibt jetzt dran. Schaltet nicht ab. Lasst uns einfach starten mit meinen 10 Lippenpflege, Anti-Trocken-Lippen. Viel Spaß jetzt bei meinen 10 Tipps gegen trockene Lippen. Mein Gott, was wollte ich jetzt schon wieder für einen Roman erzählen? Viel Spaß! So, meine Lieben, kommen wir zum Tipp Nummer 1 und das ist, befeuchtet nicht die Lippen mit eurer Zunge. Das wusste ich selber noch gar nicht so genau. Das heißt, ihr dürft eure Lippen nicht die ganze Zeit mit der Zunge abschlecken. Das trocknet eure Lippen noch mehr aus und macht sie spröde und rissig. Ich war da echt verwundert, weil meine Oma hat immer gesagt, ja Nadine, ich habe noch nie Lippenpflegestift hergenommen. Ich schlecke mir einfach immer über die Lippen. Und dann stand meine Oma vor mir. So mache ich das immer, Nadine. Also meine Oma ist eine ziemliche Natur-Oma. Meine Oma benutzt eigentlich nichts außer Nivea-Creme. Und da ist Nivea, ist ja auch nicht so das Beste. Aber sie sagt halt auch, ich benutze Nivea schon immer. Meine Falten kommen so oder so. Und fertig. Also meine Oma ist da hart im Nehmen. Omi. Ja, auf jeden Fall ist das ganz, ganz schlecht. Und deswegen lassen wir das über die Lippen zu schlecken. Tipp Nummer 2 und das sind 3 Salben, die ich euch nennen kann, die gegen trockene Lippen helfen. Das sind zum einen Vaseline, Ringelblumensalbe und Melkfett. Und zwar sind diese 3 Salben sehr gut für trockene Lippen, weil es einfach frei von unnötigen Inhaltsstoffen sind und die Lippen einfach pflegen, ohne sie zusätzlich dann im Endeffekt auszutrocknen auf Dauer. Gerade Vaseline kann ich euch super ans Herz legen. Das benutze ich zurzeit in Dauerschleife, weil ich habe zurzeit wirklich krass mit trockenen Lippen zu kämpfen. Und deswegen ist das mein Tipp Nummer 2. So, kommen wir zu Tipp Nummer 3. Und diesen Tipp werdet ihr wahrscheinlich alle kennen. Und zwar ist das Honig. Ja. Auf jeden Fall enthält Honig viele Vitamine, die zur Regeneration dienen und somit Hautrisse vorbeugen, einfach die Lippen wieder ein bisschen geschmeidiger machen. Und deswegen ist Honig ganz, ganz wichtig. Für alle die, die total die Honig-Junkies sind, schleckt euren Honig danach nicht mit den Lippen ab, weil das die Lippen dann wiederum austrocknet, wie wir bei Punkt 1 schon gehört haben. Und das ist, glaube ich, eine große Versuchung, wenn man sich Honig auf die Lippen macht und Honig gerne mag, dass man den dann abschleckt. Aber nein, das tun wir nicht. Ihr nehmt dann am besten den Honig einfach mit so einem Tuch ab, mit so einem Zewa, klopft es so ein bisschen drüber, nehmt das Zewa und macht. Und dann ist der Honig wahrscheinlich auch ab. Ich mag Honig eh nicht so gern, deswegen kommt es bei mir nicht so in Frage, dass ich den abschleck. Also ich bin dann eher so, ich sitze da und denke mir... So sitze ich dann da, weil ich mag Honig wirklich nicht, außer irgendwie Müsli oder so, so ein bisschen gesüßt. Aber so Honig auf den Lippen, so richtig direkter Honig... Sehr logisch. Mag ich überhaupt nicht. Kommen wir zu Tipp Nummer 4 und das ist nicht nur gut für die Lippen, sondern das ist gut für den kompletten Körper. Und zwar, ja, genug trinken. Also man soll, glaube ich, eh am Tag mindestens 1,5 Liter trinken. Ich versuche immer mehr zu trinken, aber ja, klappt auch nicht immer. Es ist für den kompletten Körper wichtig, viel zu trinken. Deutsch. Das ist auch sehr wichtig für die Haut und für die Lippen, weil das einfach viel praller ist und mit Feuchtigkeit versorgt ist, innerlich sage ich jetzt mal. Und deswegen ist es sehr, sehr wichtig, dass ihr viel trinkt. Und am besten hierfür sind Mineralwasser, ungesüßter Tee und Buttermilch. Buttermilch soll ja auch schöner machen. Gab es denn nicht immer von Müller die Werbung mit diesem Mega-Mann, der dann die Buttermilch getrunken hat? Oder irre ich mich da jetzt? Gibt es die noch? Vielleicht verwechsel ich auch gerade was. Kommen wir zu Tipp Nummer 5 und das ist Olivenöl. Olivenöl hat ungefähr den gleichen Effekt wie Honig. Bloß denke ich, dass für die meisten Olivenöl nicht so lecker ist wie Honig. Einfach Olivenöl ab und zu zwischendurch ganz dünn auf die Lippen auftragen und das hilft den Lippen, die Feuchtigkeit wieder besser zu speichern. Also so grob gesagt, Olivenöl hat eigentlich den gleichen Effekt wie Honig. Falls ihr keinen Honig zu Hause habt, auf und ein bisschen Olivenöl auf die Lippen. Ja.
Ich tue halt schon wieder die ganze Zeit den hier, ne? Ich bin noch... Scheiße. Entschuldigung, ich wollte nicht fluchen. Tipp Nummer 6, und das wird euch wahrscheinlich auch was sagen, ist Lippenpeeling. Lippenpeeling ist aus dem Grund gut, es ist aus dem Grund gut. Gut. Weil es die abgestorbenen Hautschüppchen abnimmt und die Durchblutung der Lippen gut anregt und natürlich die Lippen um einiges weicher macht. Peeling-Methoden gibt es natürlich mit der Zahnbürste, das ist die unkomplizierteste, einfach mit der Zahnbürste so ein bisschen die Lippen peelen. Da solltet ihr vielleicht darauf achten, dass ihr eine weiche Zahnbürste nehmt und nicht extra hart oder so. Es gibt aber dann auch noch eine andere Variante, ihr könnt euch ganz einfach aus Zucker und Olivenöl ein Lippenpeeling herstellen und so ein bisschen über die Lippen peelen. Da pflegt ihr eure Lippen natürlich auch gleich wieder, weil auch Olivenöl wieder enthalten ist. Danach sind eure Lippen auch super geschmeidig. Natürlich könnt ihr auch Geld in ein Lippenpeeling investieren. Ich glaube, da gibt es welche von Lush, wo so viele drauf liegen, weil es so gut riecht. Kann man natürlich dann auch selber so Aromas dazufügen. Einfach ab und zu oder einmal in der Woche ein Lippenpeeling und danach schön dick Pflege drauf und dann werden die Lippen ganz geschmeidig weich. Kommen wir zu Tipp Nummer 7 und da möchte ich euch so ein paar Tipps zu den Lippenpflegestiften geben. Denn wir alle haben 100.000 Lippenpflegestifte zu Hause oder kaufen immer, wenn wir in der Drogerie sind, einen neuen Lippenpflegestift. Ich mache das oft so. Ich will nichts sagen gegen Labello und so. Ich bin generell kein Fan von Labello. Also die Labello Lip Butter, das benutze ich gerne ab und zu. Aber diese Labellos in der Tube, mit denen komme ich überhaupt nicht klar. Also ich habe wirklich sehr trockene Lippen und die pflegen bei mir wirklich kein bisschen. Und auch von Balea, die Lippenprodukte, pflegen meine Lippen überhaupt nicht. Und deswegen bin ich auch auf die Apotheke umgestiegen. Was so mein erster Tipp ist, den ich euch zu den Lippenpflegestiften geben kann, ist, achtet darauf, dass keine Mineralöle enthalten sind, denn die entziehen den Lippen auf die Dauer die Feuchtigkeit. Achtet doch dann stattdessen einfach darauf, dass Jojoba, Olivenöl, Sesam oder Wachs in den Lippenpflegestiften enthalten ist. Das pflegt die Lippen super und ja, wenn euch das so interessiert, könnt ihr euch da vielleicht mal in der Apotheke gut beraten lassen, welche guten Marken es gibt, die auch nicht allzu teuer sind, weil ich verstehe das schon, dass man vielleicht für einen Lippenpflegestift nicht so viel Geld ausgeben will. Tipp Nummer 8, und das ist eine richtig coole Sache, und zwar ist das eine Lippenmaske. So habe ich das Ganze jetzt mal genannt. Wir machen doch oft auf unserer Haut eine Maske, auf unseren Haaren eine Maske. Warum gönnen wir denn nicht mal unseren Lippen eine gute Maske? Ich euch einfach empfehlen, etwas Speisequark zu nehmen und Honig, das Ganze zu vermischen, bis eine zähe Paste entsteht und danach dick auf die Lippen auftragen, vor die Couch setzen und das Ganze dann 10 bis 15 Minuten einwirken lassen und danach einfach mit einem Tuch abnehmen. Danach sind die Lippen babyweich, würde ich sagen. Danach vielleicht auch noch eine schöne Lippenpflege drauf und dann sind die Lippen bereit für alles, was noch kommt. Keine Ahnung. Nummer 9 ist für all die, die zurzeit mit aufgerissenen oder aufgesprungenen Lippen zu kämpfen haben, hatte ich in letzter Zeit auch. Bei aufgerissenen Lippen, aufgesprungenen Lippen, die halt auch schon bluten und die auch so ein bisschen wehtun, helfen sehr gut Wund- oder Zinkheilsalbe. Die helfen aus dem Grund so gut, weil es einfach die Heilung noch mehr unterstützt und beschleunigt auch. Das kennen wir ja auch, wenn wir uns irgendwo wehtun oder so, Wundheilsalbe drauf. Und dann sagt man den Kindern, bis du heiratest, ist alles wieder gut. Auf jeden Fall geht es auf den Lippen dann viel, viel zügiger. Und ja, deswegen, wenn ihr wenn ihr aufgespritzte Lippen habt, dann gebt ihr bitte Zinksalbe drauf. Nein, Quatsch. Wenn ihr aufgespritzte... Sag ich's wieder. Sag mal. Wenn ihr aufgerissene und aufgeplatzte Lippen habt, einfach ein bisschen Zink oder Wundsalbe drauf und dann heilt das schneller und besser. Tipp Nummer 10, und das ist jetzt einfach mal so ein allgemeiner Tipp, den ich euch geben kann. Vor allem, wenn ihr verfroren seid wie ich und wirklich sehr, sehr stark und viel am Heizen seid, dann ist ja die Luft recht trocken und die Lippen trocknen aus, die Haut wird trockener. Das kennen wahrscheinlich viele. Und da würde ich euch einfach raten, wenn ihr einfach einen Luftbefeuchter aufstellt, oder einfach ein nasses Handtuch nass macht, also ein Handtuch nass macht und auf die Heizung legt, dass einfach so ein bisschen Feuchtigkeit im Raum ist und es tut eurer Haut gleich gut und euren Lippen. So, das waren meine 10 Tipps gegen trockene Lippen, die ich an euch hatte. Oh Gott, ich war in diesem Video so krass nervös. Ich weiß auch nicht warum. Oder aufgekratzt. Ich glaube, aufgekratzt. Kratzt besser, aufgekratzt, trifft's besser. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich natürlich sehr über euer Feedback freuen. Ich würde mich natürlich auch über euer Feedback freuen, wenn es euch nicht gefallen hat.
vor allem warum es euch nicht gefallen hat, ob es hilfreich war und ich weiß nicht, was ich euch noch fragen kann. Auf jeden Fall wünsche ich euch jetzt noch einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abschluss von all dem, was ihr noch tut. Nächstes Video wird ein Do-It-Yourself-Tutorial zu meiner derzeit liebsten Lippenpflege und die geht wirklich super einfach. Also falls ihr ja mein nächstes Video sehen wollt, die Do-It-Yourself-Lippenpflege, würde ich mich natürlich freuen, wenn du dann einschaltest. Und ansonsten verlinke ich dir noch meine letzten zwei Videos hier und ich wünsche dir jetzt noch einen wundervollen Tag. Bis bald und tschüss!